Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Heute geht es um das Ölauffüllen. Hört sich banaler an, als es ist. Da gibt es bei dem neuen Ducato einiges zu beachten. Damit euch nicht auch dieser Fehler passiert, wie er mir passiert ist, bleibt einfach dran. So, wir stehen jetzt mal vor einem alten Ducato oder jetzt ein Citroën, die waren früher baugleich, heute hat sich da ein bisschen was geändert. Wie kennt ihr diesen Motorraum? Eigentlich so, dass wir hier eigentlich typischerweise einen Ölmessstab haben. Den zieht man schön raus und ich komme mal ein bisschen näher. Da seht ihr, haben wir hier bis zur Mitte benetzt. Ich streiche es mal ein bisschen runter. Ne, hier habt ihr eure Markierung, hier die untere, hier die obere. Dazwischen sollte sich der Ölstand befinden. Ja, es ist ja alles schön, dieser Ölstand. Damit misst man sozusagen, ob genügend Öl in eurem Fahrzeug ist. Wenn jetzt zu wenig ist, kannst du hier gucken. Meistens zeigt dir dieses Fahrzeug es innen an. Dann füllst du Öl nach. Hier zum Beispiel 0W30. Das ist vollsynthetisches Öl. Das muss dann in diesem Fall nachgefüllt werden. Jetzt haben wir folgendes Thema. Wir haben einen neuen Ducato und dieser wunderschöne Ölmessstab, den gibt es nicht mehr, weil neuerdings alles elektronisch geregelt wird. Und jetzt ist es so, es geht nicht einfach, das Öl nachzufüllen und weiterzufahren. Das war meine Vermutung und das ist mir recht teuer zu stehen gekommen, weil ich habe es nachgefüllt, einen halben Liter, mach die Zündung an, lass den Motor laufen und gemerkt, diese rote Ölkontrollleuchte, die aufgeleuchtet hat, die ist weiterhin rot geblieben. Jetzt ist das Thema, wenn eine Motorölleuchte rot leuchtet, ist das immer ein Zeichen, dass man am besten den Motor gar nicht mehr anmacht. Also meine Devise, es regnet wunderschön, gar nicht anmachen, nicht weiterfahren. Das war im Übrigen auch die Aussage der Fiat Camper Assistance. Die hat uns gesagt, Auto stehen lassen, nichts machen. Wir haben aber vorher schon das Öl aufgefüllt, haben gestartet und am Ölstand hat sich nichts geändert. Standen wir vor dem Problem, eigentlich hat dem Auto nur Öl gefüllt, eigentlich recht banal, es einfach nur noch aufzufüllen. So, jetzt gucken wir uns gleich mal an, was man beachten muss, um dieses nachgefüllte Öl, weil wir haben eben keinen Messstab mehr, wir haben einen elektronischen Sensor und der misst das Level des Ölstandes in eurem Fahrzeug. Und wenn dieses Level sich neu eingepegelt hat durch das Nachfüllen, müssen wir diesen Sensor wieder kalibrieren, sonst weiß er nicht mehr, wo der Stand ist. Und das steht wunderbarerweise in einem Handbuch. In eurem Handbuch, was man regulär zu jedem Fiat ausgeliefert bekommen sollte. Aufgrund der neuen Zeitrechnung gibt es das aber nicht mehr. Ihr müsst euch das jetzt runterladen. Das heißt, ihr müsst mit eurer Fahrgestellnummer und eurem Namen euch bei Fiat anmelden. Gilt im Übrigen auch für unsere Kunden, die ein neues Fahrzeug, im Übrigen auch für Citroën gekauft haben. Das Servicehandbuch gibt es nur noch online. Stelle ich mir ernsthaft die Frage, der Kunde, der im Urlaub steht und gerade wunderschönen Urlaub macht und einfach nur Öl nachfüllen will, weiß ich nicht, ob der so gewillt ist, in dem Zustand online zu gehen und sich das Handbuch runterzuladen. Deshalb macht es einfach vorher. Wenn ihr ein neues Auto bei euch kauft, wir können es sich runterladen, weil es personenbezogene Daten sind. Macht es bitte für euer Fahrzeug und dann habt ihr euer Benutzerhandbuch. Und auf Seite, ich sag's euch gleich, steht, was zu tun ist, wenn man Öl aufgefüllt hat. Und wie das in einem Ducato vorne im Motorraum aussieht, das zeigen wir euch gleich. Wir schauen uns jetzt an, wie öffnen wir zunächst erstmal die Motorhaube des neuen Ducato, genauso wie die des alten. Wir ziehen hier
gehen vor, machen die Motorhaube auf. Ich habe den schon mal ein bisschen warm laufen lassen, das heißt, der Motor läuft jetzt. Und ihr seht ganz gut, wir kommen jetzt zwar gut an den Ölauffüller dran, hier blubbert es auch ordentlich raus. Und hier wird eben das Öl nachgefüllt. Hier steht aber nochmal, haben sie jetzt auch mit drauf geschrieben, wo ist wunderbares Deutsch, elektronische Ölanzeige zum Nachfüllen oder Wechseln des Öles den Anweisungen im Handbuch folgen. Ist ja super, ist aber nicht dabei. Also nochmal runterladen. Hier wird Öl nachgefüllt, 0W30 in dem Fall, nachfüllen und dann ist Folgendes zu tun. Der Motor läuft jetzt. Ihr habt innen eine Ölstandsanzeige, die ist elektronisch. Das ist aber schön im Display geregelt. Das blende ich euch auch gleich nochmal ein, weil du das Öllevel relativ gut dann da drin ablesen kannst. Er zeigt aber, wenn es leer ist, rot. Wichtig zu wissen, rot heißt, ihm fehlt Öl. Es ist nicht mehr gelb, früher war es gelb, jetzt ist es rot. Und Öl nachfüllen, idealerweise, wenn ihr sagt, mir ist zu wenig Öl drin, erstmal mit einem halben Liter anfangen. Halben Liter Öl hier reingießen. Da kommt man eigentlich ganz gut ran. Ihr seht schon, hier ist kein Ölmessstab mehr zu finden. Dann lässt man den Motor laufen, bis er Betriebstemperatur hat. Das heißt, euer Öllevel-Temperaturanzeiger, blende ich euch auch gleich ein, muss im mittleren Bereich sein, dass er schön warm ist. Dann schaltet man den Motor aus und wartet 6 Minuten. Nicht 5. Nicht 5,5, 6 Minuten warten. Zündung aus. Dann macht ihr die Zündung an, aber bitte nur auf an und wartet 20 Sekunden. 20 Sekunden sind wichtig, weil da kalibriert sich dieses Teil. Also nicht gleich starten. Mein Fehler, gleich gestartet. Fehler ist nie rausgegangen. Es war immer zu wenig Öl, bis er in die Werkstatt geschleppt wurde. Die sagten, es ist zu viel Öl drin. Die andere Geschichte erspare ich euch jetzt. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Ich fasse nochmal zusammen. Ihr füllt hier Öl nach. Lasst den Motor warm laufen. Richtig warm, Betriebstemperatur, was weiß ich, 10 Minuten, Viertelstunde. Dann macht ihr ihn aus, wartet 6 Minuten, macht die Zündung an und wartet weitere 20 Sekunden, ohne den Motor zu starten. Und dann soll sich die Ölkontrolle kalibriert haben. Wichtig. Und das kann euch ganz viel Mühe, Arbeit und Geld ersparen. Mich hat die Nummer um die 1000 Euro gekostet am Ende des Tages. Da handelt es sich um Mietfahrzeug, Leihwagen, weiß der Kuckuck, was da alles zusammengekommen ist. Hat die Fiat Camper Assistance übrigens nicht gezahlt, weil unser Fehler. Wir hätten dieses Benutzerhandbuch lesen sollen. Und um euch allen dieses Malheur zu ersparen und die Kosten, machen wir das. Ich blende euch die anderen Sachen ein. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch weitergeholfen. Solltet ihr weitere Fragen haben, ruft euch an. Und habt ihr Lust, den nächsten Service bei uns zu machen, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Habt einen schönen Tag. Euer René Windisch von Windisch Wohnmobile.